Ich habe keine Ahnung, was du da versuchst, Tull, aber ich schätze mal, es macht Sinn. In meiner Perspektive liegt da dein kleiner Bruder. Bis. Und in meiner Perspektive hast du ihn gerade vergewaltigt. Willkommen zurück zu Let's Play Borderlands, das Büro-Sequel. Der da hat gerade... Simulator. Das ist hier ein Büro. Büros sind toll. Du hast es ins Büro geschafft? Im Weltall. Wunderbar. Sei also gut und schalt die Schnellreisestation dort ein, ja? Okay, du hast eine Schnellreisestation. Ich will mich mal kurz in seinem Büro hier umgucken. Lohnt sich. Das sieht hier ein bisschen aus wie ein Fallout irgendwie. Ist auch so eine Anspielung, glaube ich. Meinst du? Mhm. Oh, warte mal, hier liegt was. Ich weiß. Warte mal, hier ist Teil 2. Sind die alle hier in dem Büro? Nicht alle. Na, nimm mir den trotzdem mal mit. Wie fühlen Sie sich? Was ist passiert? Woran erinnern Sie sich als letztes? Da war eine Tür und Sie waren da. Sie haben mich was gefragt und jetzt bin ich Teil hier aufgewacht. Unser Anästhetikum scheint immer noch Gedächtnisverlust auszulösen. Schwester, holen Sie meine Notizen über experimentelle posttraumatische Stresstherapie. Ich habe ein paar Ideen. Da, Doktor. Ich diese aufhängen zu abtropfen? Nicht, bis er etwas spürt. Wir müssen sicherstellen, dass die Nerven nichts abgekriegt haben bei der Operation. Operation? Welche Operation? Shh, nur die Ruhe. Gleich erkläre ich alles. Nina? Die hat dabei geholfen, den Doppelgänger zusammenzuflicken. Ach, hey. Mein Name wird Jack sein. Ich arbeite als Ingenieur für Hyperion. Doktor, ich klinge immer noch wie ich selbst. Das regeln wir mit dem Stimmmodulator-Implantat. Jetzt, da Sie die Formulare unterschrieben haben, sind Sie die nächsten 20 Jahre lang Jack. Herrje. Wann werde ich eigentlich bezahlt? Bald. Gehen Sie jetzt bitte in Arztkabine 7. Kommentare zum Experiment. Tag 4. Visuelle Transformation abgeschlossen. Alle Aufzeichnungen vernichtet. Timothy Lawrence existiert nicht mehr. Zumindest auf dem Papier. Gleiches gilt für seine Geheimnisse. Jack wird sehr, sehr zufrieden sein. Eieieiei. Na, Lizzie, was geht? Ja, du bist beschäftigt, okay. Hä? Mach's gut. Wieso Lizzie? Das rennt rum und putzt. Verbinde du schon mal den Claptrap, den du gefunden hast, mit dem Sicherheitsterminal. Er kann die Verteidigungsanlagen deaktivieren, die den Laser im Auge der Helios sichern. Ich mag die Aussicht. Ist das ein Witz? Ich schwöre bei Gott, wenn ich je Generaldirektor werde, stampfe ich jedes einzelne von den Dingern ein. Ich stimme nicht zu, aber der Kerl war echt schlecht, also... Mach mich voll! Jetzt können wir die Helios-Verteidigung nicht deaktivieren. Oh, die Moxie-Waffe vibriert übrigens auch. Jack, mein Team sitzt in der Forschungsabteilung fest. Wir sind umzingelt. Sorry, Gladstone, aber ich habe gerade eine Idee. Kammerjäger, geh in die Forschungsabteilung und rette Gladstones Leute. Die können die Verteidigungssysteme hacken und den Weg zum Auge freimachen. Oh Gott, bin ich clever. Toller Plan. I like not. Aber ich glaube, ich sehe da Part 1. Wenn das zumindest Part 1... Ja, ist es. Lawrence? Ja, der bin ich. Timothy, bitte gehen Sie durch die Tür rechts. Sie werden schon erwartet. Das ist auch noch Part 4? Muss ich irgendwas unterschreiben? Okay, warte. Durch die Tür, bitte. Geiles Büro, by the way. Dass das kein Schwindel ist, um an meine Nieren zu kommen. Sie haben sich beworben, weil Sie Geld brauchten. Wer arm ist, darf nicht wählerisch sein. Aber ich... Okay. Schon gut. Bin bereit. Sehr gut, Timothy. Hallo, Süßer. Was? Sprichst du mit mir? Natürlich. Mit wem sonst? Oh. Siehst du hier noch andere gut aussehende Fremde? Moxie? Wie ist dein Name? Oder soll ich dich weiterhin Sexy Boy nennen? Ich heiße Jack. Aber du darfst mich nennen, wie du möchtest. Wie wär's mit... Der Mann, der mir einen Drink spendiert. Moment, das bedeutet also, Jack war nie wirklich mit Moxie zusammen, sondern nur mit dem Doppelgänger? Wer weiß? Oh mein Gott! Was mir allerdings gerade noch so auffällt, erinnerst du dich noch, als wir vom Bürof die Loks vernichtet haben? Ja, ja. Jack hat da so einen Spruch losgelassen. Bücher, wer liest heute noch Bücher? Offenbar er.
Der Papst. Der Pupst. Heil dir, Papst. Heil dir, Papst. Hier muss es ja noch ein Buch geben. Ja, wieso? Wir haben ja alle vier. Ach so. Ja, da gab's keine Dings für, deswegen. Whee. Hey, du hast die Waffenkiste vergessen. Oh. Da stand eine Waffenkiste. Da stand eine Waffenkiste? Ja. Well, egal. Na, wir kommen öfters noch hin. Ja, eben. Trotzdem, Waffenkiste. Waffe. Ach, warte, ich brauche nochmal. Brauche nochmal Geld. Ich höre nur wieder irgendwelche Laser. Ja, ich denke an dich, Markus. Allein den Laser wieder aufzuladen, voll. Das hat so viel gekostet gerade. Schlecht, 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 schlecht. Ich such doch nur einen guten Mod. Für Enforcer, ja. Fragtrap, eine. Wieso krieg ich nur Sachen, die nichts auf meine Fähigkeiten bringen? Ich glaube, die Entwickler hassen dich wirklich. Na, das wie Dania. Glory to Astorzka. Die Aussicht. Ja, wir sind ja auf dem Mond, ne? Auf der Helios, von daher. Ja, doch, das ist eine harte Aussicht. Da drüben ist der Mond. Mond. Ja, du mich auch. Oh, dann, warte mal. Hä? Kisten, aber nichts Besonderes, nö. Ich geh schon mal vor und Traktorstrahl einfach alles zu Tode, was mir in die Quere kommt. Ah, hier ist noch eine Waffenkiste. Dann nimm mit. Ah, was haben wir denn? Bei meinem Glück sind da eh keine Klassenmords für mich drin. Das ist das Einzige, was ich momentan brauchen würde. Oh, war hier nur Popelzeug. Weggelasert. Auto. Münstein. Münstein. Fliesch und Siech. Klöff des Mündes. Klöff des Mündes. Brandbord, sehr schön. Bam. Okay, die Kombi ist geil. Yeah. Alter, wie dein blöder Bot ständig around the world dudelt. Echt? Also eine Passage klingt original wie around the world. Moment, meine Waffe verursacht Kettenblitze. Ich glaube eher, das war eine von meinen Granaten. Oder so. Och, komm schon. Oder? Kampfanzug. Nee, ich glaube, du verursachst wirklich Blitze. Hey, nur so ein Gedanke, Sabetussi. Sabetussi. Und kill nicht hunderte unschuldiger Menschen, hä? Hunderte tot, um Millionen zu retten. Und mein Name ist Sarpedon. Tungstina Sarpedon. Tungstina Sarpedon, du warst bestimmt super beliebt in der Schule. Mein Gott, war deine Eltern Arschlöcher. Oh Gott! So dieser typische Pokémon-Trainer-Name. T-Nager. Alter, die Waffe ist so cool. Müllstehen. Frisst aber unglaublich viel Munition, leider. Oh, hier sind ja Munitionskisten. Ich kann hier irgendwas aktivieren, aber es bringt nichts. Kommt noch. Wir werden hier sehr oft unterwegs sein. Sapedön. Sapedonger. Level! Wait for me!
Ups. Weggefetzt. Wird Zeit, dass wir uns näher kloppen. Du bist das Mund zu meinem Dirt. Nein. Ein Ladyständer. Ich bezweifle immer noch, dass sowas funktionieren würde. Mann, Mann, Mann. Mund zu Mund. Achievement. So, erstmal skillen. Habe ich mir verdient. Bei mir dauert es noch einen Moment. Beim nächsten kriege ich schon wieder meinen nächsten Stingsy. Nahkampfschaden bei dem Gegner, den du im Nahkampf tötest, erhält zu Splitterpacken ein wenig Gesundheit, ein paar Sekunden mit der Bewegungsgeschwindigkeit. Oder Kyro, jedes Mal, wenn du Zerschmettern einsetzt, löst Kyro Nova verliert eine Splitterpacken. Auch nicht schlecht. I can't wait. Achso. Forschung. Derbe Forschung. Ich war noch gerade im Menü, sorry. Derbe Forschung. Bis die Tage. Bis die Tage, du Arsch. Kein... Es ist nicht mal ein Mod für mich da. Systeme werden abgegradet. Das Spiel hasst dich wirklich. Ey, ich könnte so kotzen. Willkommen in meinem bescheidenen Laden. Könnte so abkotzen, weißt du? Du wurdest gefragt, willst du ihn spielen? Sie haben dich dreimal gefragt. Weißt du, ich hab Top-Waffen, aber ein Schund-Klassen-Mod. Töte die Torx, dann können wir reden. Wow. Wenn ich so drüber nachdenke, ich erinnere mich doch an Gladstone. Er hat die Forschungsabteilung mit aufgebaut, hat selbstständig ein Team eingestellt und einen Haufen cooles Zeug gebaut. Anständiger Kerl. Kommt denn jetzt da auf einmal drauf? Kein Dunst. Nimm das! Show you get... Wow. Was hat Turk denn hier vor? Nimm das, du Shift. Wow. Sekuro-Granaten sind cool. Flachwitz ist flach. Flachwitz-Körper. Der war gut. Skate, Kiddo. Ich glaube, ich kann dich zum Auge der Helios bringen, aber ich brauche Hilfe. Dafür müsstest du die Tür aufmachen. Ich habe ein Level up. Gib mich mal einen Moment. Traut es seinem Glück allein. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, auszuruhen, Vorräte aufzufüllen, um dir wieder ins Getümmel zu stürzen. Du könntest ja Torkmaske aufsetzen und dich Glanstone ausleihen, aber schläft nur so als Gag. Sorry, dass ich versagt habe. Ich hätte mich Wir kriegen endlich den letzten Slot. Drei meiner Mitforscher stecken hier fest, seit Sarpedons Truppen angegriffen haben. Sorry, wenn du sie befreien kannst, kriegen wir die Verteidigungsanlagen deaktiviert. Eine Entschuldigung ist unnötig. Richtig, sorry. Ich meine, nicht sorry. Ich meine, ich gehe jetzt wieder in Jacks Büro. In den Flats, habe ich gesehen, haben wir eine neue Aufgabe. Eine? Laut meinem Missionsvlog haben wir eine, ja. Die haben eine Drüse, die produziert eine Substanz, die Licht beugt. Lustige Kerlchen. Moment, was? Oh nein! Oh nein! Hast du sie vermisst? Oh nein! Keine Stalker! Oh, ich hasse Stalker! Ich laser euch weg, ey. Oh, nee. Granate. Ich find Stalker so nervig. Elektrofritteuse für alle. Deswegen bin ich gerade froh, dass ich einen Elektro-Traktor-Beam hab. Alter. Jetzt mit saftigen Stückchen. Ihr Wichser. Wonach schmeckt mir rot nochmal? Oh, die Musik hier ist cool. Und wir haben wieder offenbar ziemlich viele zu tun nachher. Oh ja.
Aber immerhin haben wir jetzt endlich mal uns alle vier Waffen vorhanden. Also wir machen Fortschritte. Oh, cool. Jack schickt Hilfe. Ich würde ja sehr gern hier rauskommen, aber die Soldaten haben Stalker in mein Büro gesetzt und die sind mit meinen Sachen abgehauen. Da war ein Bild von meinem Kind dabei. Könnten Sie es mir zurückholen? Ich weiß, es klingt dumm, aber wenn ich das Bild von meinem Sohn nicht zurückbekomme, flippt er aus. Er möchte wissen, dass ich an ihn denke. Irgendwie blöd, aber süß. Dr. Langlois hat die Loader mit entworfen, damals, als die Dinger nur Kisten rumschipperten. Cleveres Kerlchen, aber sein Sohn stinkt fürchterlich. Hier gibt's was für die Gesundheit. Ja. Ich merk schon. Aber guck dich mal ein bisschen um. Das sieht verdammt geil aus. Vor allem so mit diesen holographischen Landschaftswänden. Erinnert mich sehr an ein anderes Gebiet, wenn du weißt, was ich meine. Das Wildlife Exploration Reserve. Elektrofritteuse. Genau wie so Einzelschuss. Ja. Alter, guck. Was mal angucken. Ohne Scheiß, der Hammer Lockwood. Ich kann's mir ja nicht angucken, leider. Ja, ich hab die gerade angeguckt. Ja, dann verpiss dich doch. Stimmt, ich habe jetzt 4 Waffen. Jetzt muss ich mich daran erstmal wieder gewöhnen. Boah, die Musik ist toll. Die hat was, die ist catchy. Fick dich. La, la, la. Alter, die Granaten sind echt Gold wert. Allgemein, die benutze ich jetzt auch schon ziemlich lange. Und sie hauen immer noch rein. Ja, eben. Ich will drücken. Waffenkiste. Hyperion gesponserte DNA registriert. Zutritt zu Observationsraum 11B wird gewährt. Gesponserte DNA. Was bist du denn für einer? Ein Dorfdepp. Das ist der... Ach du Scheiße, das ist der... Das ist der Sohn?! Ach du Scheiße! Man, lass mir... Oh, sorry. Cool. Tja, wäre ich ohne zurückgekommen, mein Sohn hätte seine Fäkalien an die Wand gepfeffert. Sie wissen ja, wie 19-Jährige sind. Jedenfalls, kommen Sie zurück. Ich hab was für Sie. Wie geht's eigentlich Ihrem Sohn? Gut, er hat jetzt eine Freundin. Oh wow, ehrlich? Nein, war nur ein Witz. Er hat keine. Nein, nie im Leben. Boah, wie nett. Ich habe mir das Bild von dem eigentlich nie angeguckt. Ich habe es aufgesammelt und abgehauen. Musstest du im Part denn nochmal gucken irgendwie? Muss ich mal echt nachholen. Weil bei mir konnte man es gerade ziemlich gut sehen. Da muss ja noch abscheuliche Kackfresse sein. Wenn Grumpy Cat ein Mensch wäre und dieser Mensch ziemlich misshandelt worden wäre, dann hast also du also Grumpy Hitler. Genau. Mit meinem Laser ist das hier echt angenehm gegen die Biester. Die werden voll schön weggelasert. Ach, Elektrofritteuse. Ach ja, gut, dass Elektros gegen die Biester so effektiv ist. Mhm. Au! Oh, die. Oh! Ich bin ein Wirbelsturm aus Tod und Tod! Ich lasse sie rein! Oh, halt! Töten Sie zuerst diese Biester! Es passiert wirklich! Hau ihnen in die Fresse, Minitrap! Wow! Kann ich das Foto haben, bitte? Ja, nein. Ja. Danke. Dieses hässliche Gesicht hilft mir durch den Tag. Däh. Hier haben Sie etwas für Ihren Müll. Dieses hässliche Gesicht hilft mir durch den Tag. Ich öffne Ihnen einen Weg, aber Vorsicht. Auf der anderen Seite sind viele Feinde. Wir sehen uns in Jacks Büro. Und danke nochmal. Kein Ding. Merkwürdiger Typ. Danke, dass Sie mir geholfen haben mit diesem dummen Familienkram. Man sieht sich, Kammerjäger. Bis dann. Du hast doch deine Leute gerettet? Super. Rette noch die 2 anderen Wissenschaftler, dann können wir dich zum Laser bringen. Nein. Nein.
Och, nicht der. Ist das schon wieder ein rassistischer Hotdog? Nein, Idiot. Dr. Torres? Alter! Das Ding landet in deiner Mine, wird weggebritzelt. Netter Schild. Nein, nicht Teddy. Moment, mit dem jetzigen Schild. Warte mal, damit spawn ich ja nicht mehr diese schönen Teile, ne? Vielleicht das hier. Ah. Ich mag die Slammer, ich behalte den Schild nochmal. Was ich da rumstehe, ich habe keine Ahnung, wo du mich hinhaben willst, du Kackbatzen. Da, da drüben liegt sein Teddy. Laser. Dr. Torres hat viel auf dem Feld der Meeresbiologie geforscht. Zum Thema Druckfestigkeit und so. Klar, das ist jetzt nicht so sexy, aber sein Zeug verkauft sich höllisch gut auf Planeten mit viel Ozean. Recht hat er. Oh Gott, nein! Tschö. Ich hab dich da nur springen sehen. Why would you do this? Ja, wo ist denn der kleine Roboter? Kannst du denn nicht Planschi machen? Ja, kannst du kein Planschi machen? Oh, ich Traktorlaser gerade deine Fratze mit einer dummen Wollmütze. Ich muss immer noch nicht atmen. Alter, hält das Ding viel aus. Nicht mehr. Hm? Du bist tot. Das explodiert hier schon wieder. Das war ich. Ich habe einen guten Raketenwerfer, hallo. Den will ich auch benutzen. Ah. Lalala. Elektro-Fritteuse, ich liebe dich. Ups. Alter, guck dir mal an, wie die Königin schmilzt. Guck Autsch. Dir mal an, wie du schmilzt. Ich komm klar. Alter, die schmeißen ja richtig viel Zeug raus. Mr. Tassiter, wir haben einen Sektor der Helios zurückerobert. In Kürze erobern wir den Laser zurück und retten Pandora. Weil ich so toll bin. Ja, toll. Ich rufe an, um Ihnen zu sagen, dass der Vorstand Ihre Kündigung widerrufen hat. Er steht voll hinter Ihnen. Ich bin voll wieder mit Ihnen zu arbeiten. Arschloch. Alter! Also so langsam kristallisiert sich dann der Jack. Oh, schöne Waffe. Nehme ich mit. So langsam aber sicher. Ja, dann arbeite ich wieder für dich, du Arschloch! Oh Mann. Ich vermisse aber die Schwerkraft vom Mond. Hm. Ich lieb die Granaten. Zabedöner. Los, Zabdos. Los, Zabdöner. Aua. Liebe. So, du machst schön die Arbeit. Ich guck ein paar Fischchen an. Ja, tu das. Gott sei dir, Viecher hässlich. Ach Gott, ich komm ja schon. Klar, hallo? Du kommst offenbar nicht klar. Auf dich. Mach
macht der Arsch Hechtsprünge weg. Und hoch mit dir. Ah. Los, Zapdos. Alter, ich bin fast schon wieder ein Level up. Ja, also hier geht's Schlag auf Schlag. Ich merk schon. Ey. Ey. Ey, ey. Aus mir rumtrampeln ist nicht. Glück. One day, I will find a Klassenmod. Also auf die Suche nach dem One Piece. Das ist wie die Suche nach... Oh, gut, dass du mich daran erinnerst. Ich hab die Folge heute noch gar nicht geguckt, die neue. Muss ich noch tun. Es ist schön, bei One Piece auf dem Laufenden zu sein. Mhm. Man sieht also jedes Mal, wann wieder jemand durch eine Wand geprügelt wird. Mondstein. Minitrap in the house! So, ich glaube, ich muss mal wechseln. Ich habe schon wieder keine Laser mehr. Guckst du, was ich kann? Was? Alter, diese Granaten. Wie viele hast du von denen? Momentan 7. Ich hatte das Gefühl, du hast andauernd welche. Weil ich ständig die Kisten leer räume. Ach so. Oh, yes. Ich meine, wenn man schon gute hat. Eben. Ach du Scheiße. Beam. Ah ne, das ist gar nicht Beam, das ist hier. Macht. Ah, klasse. Reiß dich zusammen. Reiß dich zusammen. Was haben wir denn hier? Lebe, du Arsch. Waffenkiste. Mit Granaten. Nimm ich. Slotkübel. Slotkübel? Look, 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 look. Willkommen in Lepcha. In Lepcha? Lepcha? Was passiert, wenn ich das hier mache? Mach doch. Traust dich nicht. Mädchen. Passiert nun nichts. Langweilig. Gleich passiert was. Daddy! Daddy! Daddy, 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 Daddy! Wo ist er denn? Ich hab dich, Daddy! Ich hab ihren Teddybären. Bin unterwegs. Guck mal, ich hab deinen Teddybär. Ja, ich hasse es auch zu sterben. Ist immer so eine richtige Scheiße. La, la, la. Der Granaten in die Luft geworfen, ja. Es geht. Kriege ich meinen Teddybären? Er beruhigt mich. Nein. Nein. Ups. Ah, danke für den Teddy. Ich hab schon viel weniger. Merkt man gar nicht. Ich finde, er hat eine ganz angenehme Stimme. Finde ich auch. Und er kann sich auch super teleportieren. Alter. Nach welchen Kriterien stellen die Leute ein? Ich hab keine Ahnung. Weiß ist krank, psychopathisch. Super, ich geh jetzt. Danke für die Rettung. Ja. Das wären Dr. Longuard ja. Und Dr. Torres. Jetzt noch Dr. Grayson, dann können wir die Verteidigung des Lasers deaktivieren. Was wird in dieser Abteilung eigentlich hergestellt? Diese Forschungsabteilung entwickelt Waffen, Laser-Upgrades, Tarnungstechnologie, alles Mögliche. Die Bösen kriegen immer größere Knarren. Wir müssen ihnen einen Schritt voraus sein. Die Bösen. Ja, ja, hat das sogar... Ja, komm, ja, feine Stalkerlein. Das Ding wurde ja, einfach komm. Zersplattert. Ja, komm, ein kleiner. Ja, komm, fang das Stöckchen. Guter Stalker. Oh. Man sieht sich, Arschloch. Ich bin's von Arsch. Das Ding ist so... Diese Granaten sind krank von dir. Oh. Mach Männchen! Ja. Guter Stalker! Und jetzt stell dich tot! Oh, einmal gut. Einmal gut durch, wa?
Ah, die Elektrofritteuse. Ich hoffe, sie töten diese Sachen dort. Das ist ein Stück. Hier gibt's Medikits. Erstmal Sachen. Bin ich froh, wenn ich hier raus bin. So. Medikits für alle. Wo ist er? Ach, da. Da drüben. Na, du Arschkorb. Hey, meine Keycard ist mir runtergefallen und ein Stalker hat sie gefressen. Welch Zufall. Können Sie sie finden und mich hier rausholen? Boah, diese Augenringe. Löffleut in alt. Hey, ich habe einen Doktor in Iridiumforschung. Nicht den Schlüssel festhalten und bloß nicht fallen lassen. Den Kurs hat mein College nicht angeboten. So unterhaltsam. So damn funny. Er hat an der Tarntechnologie gearbeitet, die für Hyperions Scharfschützen einsetzen will. Stell dir vor, die gehen in Stellung, werden unsichtbar und die Schurken haben keinen Schimmer, was sie getroffen hat. Shadow? Ja. Es war eine Kugel, weil da auf einmal ein Loch ist. Schau mich an. Jedenfalls wird's cool. Ja. Ich muss dich jetzt auf etwas vorbereiten. Du wirst jetzt gleich, wenn du dich nach links drehst, etwas sehen, das dir als durchschnittlicher YouTuber unbekannt ist. Man nennt es Gehirn. Moment, nach links. Oder von dir aus nach rechts. Ah, okay. Also nicht erschrecken. Gehirn ist Freund. Okay. Weißt du, als YouTuber benutzt du es nicht, aber es will dir nichts tun. Willst du mich verarschen? Ja. Schön, dass du es bemerkt hast. Hol, bleib mal stehen. Bleib mal stehen. Ja. Ich bin vielleicht nicht der Schlauste, aber... Blazer! Oh, süß, er will spielen. Fang das Stöckchen. Fang das Elektrostöckchen. Ich gehe an dem Tag feiern, an dem ich endlich mal einen guten Klassenmod bekomme. Jetzt mal ohne Scheiß. Ich krieg, glaube ich, wirklich einen Ständer, wenn ich endlich mal einen vernünftigen Klassenmod habe. Ein Roboständer. Ja, ein Roboständer, genau den. Das ist das Vieh, das meine Keycard gefressen hat. Töten Sie es! Mach kaputt! Hey Arschkopf! Was ist das denn? Ich hau sie! Ach du Scheiße, was ist das denn für einer? Ein größer. Ich merk schon. Wow! Okay, ich mag Stalker allgemein nicht, aber was ist das denn, ey? Hartnäckiges Biest. Hä? Wie viel Energie hat das Teil? Faktzilla! Hä? Ach ja. Meine Keycard, nehmen Sie sie bitte. Gut, und jetzt lassen Sie mich raus. Ich gehe in Jacks Büro, um die Verteidigung der Helios abzuschalten. Okay. Allmächtiges Gehirn. Genau, mach mich stark, klar. Sag mir, was ist mit YouTube falsch gelaufen? Oh, das Ding da meinst du? Warum sind die Entwickler auf YouTube so dämlich? Warum ist Sonic Boom passiert? Wow. Du redest gerade mit dem Alpha-Hirn und fragst es nach Sonic Boom. Fürchte seinen Zorn. Jetzt schlägt auf einmal ein Blitz in meinem Gesicht ein. Ja. Es rollt einfach raus und erschlägt dich. Es rollt, Psychoschlag. Es rollt mich einfach nur platt. Psychohammer. Kiste. Bis später, ihr Süßen. Warte mal, ist das... Feuerlaser-Pumpgun. Stimmt. Eine Hyperion-Pumpe. Eigentlich recht stark. Oh Gott, aber der Verbrauch. Danke für die Hilfe. Ich enttarne den Ausgang.
Hey, da ist schon wieder eine Kiste übersehen. Echt, dahinter war auch eine? Hm. Aber nur Pistolen. Soll wie seine Taschenuhr aussehen. Kannst du es ihm geben? Nein. Er hat's auch fallen lassen. Hände aus Seife und Mann, ich hab hier mal einen leichten Tatterich. Danke, dass sie es mir reinreiben. Trottel. Alter, ernsthaft? Alle Wissenschaftler sind sicher und wir können dich zum Laser bringen. Wir treffen uns bei Jack. Ich bleib dabei. Die Augenringe, LeFloid in uralt. Und gestört. Und mit ziemlich flutschigen Händen. Warum kontrolliert Sabo dann immer noch das Verteidigungssystem der Helios? Wir haben das Störsignal auf Alpes abgeschaltet. Die Kammerjäger sollten euch eigentlich gar nicht retten müssen, damit ihr die Schilde runterfahren könnt. Nichts für ungut. Sarpedon könnte einen schwächeren Störsender am Körper tragen. Sie könnte auch noch einen Maulwurf auf der Helios haben, wie den Bürif. Oder sie hat das Verteidigungssystem umprogrammiert. Oh, Moment, Moment. Es könnte noch einen Verräter auf der Helios geben? Das ist nur eine Möglichkeit. Ich... Jack? Jack, sind Sie noch dran? Ich habe ein ganz ungutes Gefühl. Lass mich wissen, wenn dir etwas ins Auge fällt. Möge es dir helfen, viele Gegner zu töten. So, wann mal noch Sachen nochmal schnell verkaufen. So. Wobei, Granatenmods vergessen. Was ich noch nie ausprobiert habe. Ha? Klassenmods in den Grinder werfen. Musst du mal versuchen. Ist ja nicht so, als ob ich welche davon hätte. Ja, aber es kommt ja mal random Zeug bei raus. So. Ist ja nicht so, als ob ich solche Dinger besitzen würde. Ich glaube, ich habe im gesamten Spielverlauf gerade mal 3 meiner Klassenmods gefunden. Und alle waren so scheiße. Und einen wolltest du nicht haben. Ja, weil er scheiße war. Oh nein. Oh, da ist eine neue Mission. Yo, Chef, bin zu Hause. Wait. Ich sollte echt aufhören, diese Laserwaffe zu benutzen. So, ich gehe erstmal zur Waffenkiste. Der Fragtrap lebt noch. Die Freude ist ganz meinerseits, Roland. Verdammt. Ro und ich haben uns von der anderen Seite der Helios hierher durchgeboxt. Ich hoffe, auf der Seite hier war's lustiger. Die Wissenschaftler haben die Verteidigungsanlagen für unsere Schützen deaktiviert. Eine Sache wäre noch zu tun, bevor ich dich losschicke. Lass uns reden. Wow, das ist aber hübsch. Oh, hey, cool. Okay, there you go. Ein Tarngerät, hä? Huh? Danke, Doc. Dank Ihnen lebe ich noch. Bin Ihnen sehr verbunden. Nein, Sie sind toll. Sie sind toll. Sie haben die Verteidigungsanlagen deaktiviert, die den Monsterlaser schützten. Wir gehen ihn jetzt abschalten, aber ich rufe jetzt mein persönliches Fluchtschiff, das Sie hier wegbringt. Kammerjäger, drück den Knopf da drüben. Wo ist... hier. Na dann. Wieso fühle ich mich radioaktiv? Wer braucht schon Bücher? What the fuck? Warte, welchen Knopf? Ach, den da. Luftschleuse verriegelt. Ausstoß der enthaltenen Objekte wird vorbereitet. Hä? Hä? Neuer Plan, Leute. Dr. Gladstone hat mich informiert, dass einer von euch einen Maulwurf von Sabre... Oh nein! Könnte, ich sagte könnte. Hunderte unschuldiger Leben stehen hier auf dem Spiel, Kinder. Jack! Eingehen. Einmal eine Kugel in den Rücken kriegen, selber schuld. Aber zweimal... Tut mir ja auch wirklich leid, falls euch das tröstet. Jack, das ist keine gute Idee. Alter! Nicht! La la la. Mach's gut! Jetzt fühle ich mich schlecht! Gut. Oh Gott, das war echt finster. Ah, das fühlte sich gut an. Wie auch immer, lass uns reden. Der Weg zum Auge der Helios ist frei. Geh durch den inneren Rumpf dorthin und öffne das Schnellreisenetzwerk, damit ich das Auge abschalten kann. Roland und Lilith, ihr bleibt hier und verteidigt mein Büro. Kann sein, dass ich mich noch hierher zurückziehen muss. Klingt nach einem Plan. Roland, das war Mord. Er hat... Klingt nach einem Plan. Wir sehen uns, wenn du zurückkommst. Sieh mal, hätte ich die Wissenschaftler nicht eliminiert, hätte einer vielleicht die Verteidigungsanlagen wieder aktiviert, während du durchgegangen bist. Du wärst gegrillt worden wie ein Steak. Denk da mal drüber nach. Oh, ich will mein Gott! Moralische Dilemmas bin ich nicht programmiert!
abschließen. Tja, es ist einfach passiert. Hebt ihr Gewissensbisse bzw. das Fehlende derselben für später auf. Jetzt geht's um die Wurst. Oh, immer noch hier, hä? Löffel ab. Geh zum anderen Ende des inneren Rumpfs, dann können wir Hirn frisch angezapft. So. Was haben wir denn da jetzt für eine Waffe bekommen? Ist die Stärke? Die Stärke, was ist denn das für eine? Tschu! Auch nicht schlecht. Und Jack hat wieder was für uns. Bonus beim anhaltenden Schaden. Was ist damit gemeint? Ne, ich hab lieber meinen Traktorstrahl. Das macht mehr Spaß. Tatsache. Endlosschleife. Eine echte Odyssee erwartet dich auf der Suche nach der besseren, nach einer noch besseren Waffe. Ich habe bei der Forschungs- und Entwicklungseinrichtung ein paar super coole experimentelle Waffen für euch angefordert. Aber die meinen, ihr Computersystem hätte eine Störung. Willst du dir das mal ansehen? Oh, die Mission. Oh Gott. Wir haben sowieso, also ich würde sagen, wir machen sowieso heute für heute Schluss. Ich möchte noch die Mission annehmen. Weil hier sind ja auch noch 3-4 Stück, okay? Ja, die Missionen werden langatmig, also ja. Enter-Kommando. Es fehlt nur das Stalking, wenn er sich deswegen gruselt. Ich habe euch ein bisschen ausspioniert, aber freundlich, nicht fies. Und die Dateien sind im zentralen Terminal. Nur für den Fall, dass von diesen Dahl-Bastarden welche überleben, will ich nicht, dass sie euch dran kriegen. Also, findet sie. Heißsporn. Der Kerl ist angepisster als ein Laternenpfahl oder 12-Jähriger auf Econet Online. Wir haben hier oben einen Mitarbeiter namens Dean. Der Typ hat Probleme mit der Selbstbeherrschung und ich fürchte, diese Mondidioten machen die Sache nur noch schlimmer. Ich habe ihn hier irgendwo in einen Abstellraum gesperrt. Such ihn und beruhige ihn, bevor er nach der Lost Legion beitritt oder so. Beruhigen, in Anführungszeichen. Oh ja. Eine wichtige Nachricht. Es geht um Tod oder Leben. Mein Name ist Professor Nakayama. Ich habe eine dringende Nachricht für Jack. Sicherheitsleute haben mich in den Arrestblock gesteckt. Wärst du so freundlich, mich zu befreien? Sehr vertraulich. Kennst du den noch? Nachvertont. Belästigt vom Arbeitsplatz ist nicht cool. Tittenvulkan? Sorry, ein paar Lost Legion-Typen kontrollieren mein Sprachausgabeterminal und zwingen mich, blödes Zeug zu sagen. Kill sie bitte. Tittenvulkan. Ne, wer war das so? Ich komme jetzt gerade nicht drauf. Nakayama, das war der Typ aus dem Sir Hammerlock Big Hunt DLC. Oh nein. Der in Anführungszeichen Boss. Oh, der Kerl. I remember now. Weißt schon, der Typ, der Jack abgöttisch liebte. Oh, deswegen klang er auch so unheimlich. Gott, wo gibt's denn noch überall Missionen? Oh, auf Elpis dürften wir jetzt auch überall Missionen haben. Ja, wir haben noch 13 Untergeschoss. Ah, 13 ist Untergeschoss, das ist in der Roboterfabrik. Ach so. Da müssen wir dann also nochmal hin und in den Triton Flats ist noch was zu holen. Aber das alles beim nächsten Mal, wenn wir uns wieder einen Arsch voll Nebenmissionen vorknöpfen. Bis zum nächsten Mal. Tja, Leute.